Sensation ist geschafft, der Fluch ist gebrochen, sagen wir mal so, nach glaub, 5 Jahren hat man hier zu Hause mal gegen Salzburg wieder gewonnen. Ja, wie fühlt sich das an? Ja, super, es war auch mein erster Sieg am Platz gegen Salzburg und dem habe ich eigentlich schon lange entgegengefiebert. Ich dachte, es kann nicht sein, dass ich immer unentschieden spiele oder verliere gegen die. Und ja, auch in unserer Situation natürlich ganz wichtig. Ich denke, erste Halbzeit sind wir gut reinkommen, dann irgendwann war halt Salzburg schon überlegen, muss man sagen. Wir haben es defensiv gut gemacht, sind gut gestanden, haben, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, genau das, was wir besprochen haben intern. Und hätten am Ball vielleicht wieder ein bisschen ruhiger sein können. Vielleicht ein bisschen erinnert an die erste Halbzeit gegen Inter daheim. Zweite Halbzeit war es dann. War es dann auch okay und dann nach der roten Karte, denke ich, haben wir einfach das Spiel auf unsere Seite bringen können. Warum hat das heute gerade so gut geklappt, was man eben schon seit langer Zeit so aufhofft, dass genau diese Dinge aufgehen? Ja, ich denke, man reift auch mit großen Spielen und ich habe auch schon gesehen, dass, auch wenn wir gegen Inter verloren haben, aber trotzdem ja, eben reift man damit, dass man sagt, okay, man hat gegen große gespielt. Man hat auch gesehen, wenn man phasenweise mit der Mannschaft kompakt spielt, dass man auch gegen große Mannschaft bestehen kann. Und auch wenn es natürlich dann eine Klatsche gegeben hat, aber gerade das Hinspiel hat ein bisschen Vertrauen gegeben, dass man gesagt hat, wir können daheim wirklich gegen jeden Gegner Paroli bieten. Und Salzburg ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, aber ich denke, wir haben heute gezeigt, dass wir auch eine sehr gute Mannschaft sind. Definitiv. Und jetzt geht natürlich alles dreht sich um dieses untere und dieses obere Playoff. Jetzt hat man weitere Endspiele, ist natürlich auch wahrscheinlich für den Kopf ganz wichtig, dass man das heutige mal gewonnen hat. Ja, sicher, es gibt für uns nur Siegen. Das ist das Einzige, was zählt, das haben wir gewusst und dürfen trotzdem nicht kopflos spielen gegen St. Pölten am Samstag, sondern müssen auch aus einer guten Ordnung heraus ja, einfach zum Tor vollkommen. Es wird ein anderes Spiel werden, wir werden wahrscheinlich mehr Spielanteile haben, aber wir müssen ja, diese Mannschaft wie geschlossen, diese Aggressivität wieder am Platz legen, dann kann das sehr gut werden am Samstag. Deine Parade gegen Ende hat dir auch nochmal geholfen, sag ich mal, dass das nicht am Ende noch spannend wird. Ja gut, ja. Hin und wieder muss ich auch mal anhalten. Gerade gegen Mannschaften wie Salzburg ist das normal, aber ja, freue ich mich, dass ich ihn halten könnte. Abgesehen von der eigenen Leistung, die rote Karte hat dann sich auch rechtzeitig so kurz in der zweiten Halbzeit in die Karten. Ja, auf jeden Fall. Also danach haben wir schon ja, auch ein bisschen mehr im Ball gehabt. Salzburg natürlich, die kommen übers Pressing und wenn da einer fehlt, ist das natürlich ja, nur ein Vorteil für uns. Und Veton macht er natürlich super rein. Schwabi war so ein richtiger Tormann-Trainer-Ball, finde ich so. Wir schießen mal nur Tormann-Trainer, also für einen Tormann, wenn er ganz schwer wird, genau, einfach richtig überlegt. Da sieht man, dass er schon Klasse hat mit seinem linken Fuß und ganz wichtig in dem Moment. Wie viele Kopfballtore macht der Bär schon? Sonst so. Wir denken nicht so viel. Ja, heute hat er mal eins gemacht. Schauen wir mal, wenn die Serie hält, freut es mich.